Heute ist die Thaya-Runde angesagt. Ich bin in Hollenbach gestartet und gleich schon mit einem netten Cardio-Programm im Wald. Wunderbar, jetzt bin ich wach. Ich bin super gespannt auf den Weg, besonders auf den Teil, der mich nach Tschechien führen wird. Oben rum und dann wieder runter. Aber dieser Teil in Tschechien, der interessiert mich schon sehr. Bin sehr gespannt. Tolles Wetter, ruhig, kein Verkehr. Herrlich, gut zu fahren. Hierhin war es eine geniale Strecke, ganz weit immer vom Verkehr weg auf der alten Eisenbahnlinie. Relativ flach rollt sich's dahin. Und jetzt bin ich schon in Raabs an der Thaya auf der anderen Seite von der Burg oder Schloss. Das habe ich so bei meiner letzten Tour noch nicht gesehen. Finde ich total spannend. Danach gibt es nochmal eine nennenswerte Steigung aus dem Tal von Raabs an der Thaya raus. Und dann sollte es wieder ganz gut rollen bis nach Tschechien rein. Bin gespannt. Im Raabstal bin ich gut wieder rausgekommen. Jetzt war hier so eine lange Hochebene und ich bin in Tschechien. Kurz vorher habe ich noch mal einen netten Tschechen kennengelernt, der gerade seinen 10.000. Kilometer mit seinem E-Bike gefeiert hat und von mir einen Müsli-Riegel dazu gekriegt hat zur Feier. War sehr, sehr nett. Ist schon weiter gedüst. Ja, schön, Tschechien. Auf geht's. Jetzt bin ich sehr gespannt, was kommt.
kleine Mittagspause mit einem Snack und ein bisschen was trinken. Es ist jetzt 12:30, da muss was rein. Schön hier, schöne Landschaft, sehr, sehr viel Landschaft und sehr, sehr wenig Menschen. Unglaublich wenig Verkehr auf den Straßen, man fährt fast allein. Und Radfahrer sieht man auch, richtig interessant. Sehr schön hier zu fahren. Gestärkt geht's weiter. Ich hoffe, ich komme ohne Regen durch, weil es tröpfelt schon die ganze Zeit immer ein bisschen. Und da hinten sieht es so aus, als ob sich so wie so ein Gewitter zusammenbraut. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Bis Hollenbach. Tolle Tour. Startete mit Cardio, hört auch mit Cardio wieder auf. So ist das hier in Hollenbach. Diese Tire-Runde ist wirklich toll. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir wären nicht in Österreich, wenn nicht doch die ein oder andere richtige Steigung drin wäre, wie zum Beispiel da um Raabs rum. Aber super, auf den Bahntrassen rollt es sich dahin. Das kommt mir vor, als wenn es alles bergab geht. Deswegen super, also macht ganz viel Spaß hier zu fahren. Tolle Runde, tolle Landschaft, ganz viel Landschaft und frische Luft und
toll, einfach toll. Auch in Tschechien setzt sich die Landschaft natürlich fort. Böhmerwald eigentlich so ein bisschen so gefühlt toll. Also richtig, richtig schön. In meinem nächsten Video geht es um die schrägsten Vögel im Thajatal und ein Interview mit dem Initiator dieser wunderbaren Thajarunde, aber zu einem ganz anderen Thema. Ich verlinke dir das Video hier.